der Richard Hattel verbindet das Kunstmuseum Winterthur eine lange Zusammenarbeit, denn 1992 zeigten wir erstmals, damals im Altbau des Museums, eine größere Ausstellung des Künstlers. Und nun, fast ein Vierteljahrhundert später, kehrt Richard Hattel wieder ins Kunstmuseum Winterthur zurück, und zwar gleichzeitig mit der Ausstellung von Hans Arp. Und seine Ausstellung antwortet in gewissem Sinne darauf, seine Ausstellung, der er zuerst den Titel Kali Ros gegeben hat, ein altgriechisches Wort für schön fließend, eine Qualität, die Hattel in seiner Arbeit zu erkennen glaubt, aber auch bei Arp gefunden hat. Doch was sind das für Werke, die Hattel nun in Winterthur zeigt? Er selber nennt das ein Alphabet, ein Formal Alphabet. Das heißt, es ist eine Gruppe von 20 Zeichen, könnte man sagen, die sich auf den Wänden entfalten. Es sind Pappkartons, einfach bemalt. Und der Moment war unglaublich eindrücklich, als diese Pappkartons von der Kiste auf die Wand kamen und als man plötzlich erlebte, wie sie sich entfalten, wie sie zu Bildern oder zu Objekten werden, die die Wand und den Raum in Anspruch nehmen oder dominieren sogar. Sie sprechen miteinander, aber so wie Buchstaben miteinander sprechen, sie fügen sich zusammen. Es sind aber Zeichen, die keinen Code haben, sie lassen sich nicht aufschlüsseln. Auch wenn sie hintereinander gereiht sind, ergeben sie keine uns bekannten Wörter. I find there's also a relation between Arp's work. If you look at the edges of an Arp sculpture, you will find a certain warmth. But then the actual artwork resolves in a cool, with a coolness. And in some level, I think this material, this cardboard, is playing a role of warmth, and that the pieces, whereas they're quite, you know, passionate, I think the nails that hold the pieces on the wall are like Cupid's arrows, you know, so that you have this very hot, passionate world that then needs to be cooled down, and you have the first step to the warmth of the board, and then the whiteness of the wall or the space that the pieces sit in. But these are just speculations. Hattels Werk verlangt von uns, dass wir mit hellwachen Sinnen diese Werke betrachten, dass wir uns konzentrieren. Wie sieht die Außenkante aus? Was für Linien sind da? Ist das nun Malerei? Wird das plötzlich plastisch, indem das Werk von der Wand hervortritt? Wie ist es angebracht? Auf welcher Höhe? Wie nahe sind die Werke beisammen? Wie verhalten sie sich zueinander? Und so fort, lauter Fragen, aus denen dann wirklich nicht eine Antwort, aber vielleicht eine Erfahrung entsteht. Und die Antworten sind nicht vorhanden. Diese Zeichen sprechen ja eben keine bekannte Sprache.